Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Astrolords. So, dann schauen wir mal, was kriege ich. Okay, die Microchips, die sind gut, die brauche ich. Die Quest hier einmal abgeben. Dann haben wir hier einen Brief. Ach ja, ich habe ja... Ich kann kein Russisch. Kann wer von euch Russisch? Was steht denn da? Ah, Dear Player. Six and starting the same. Ja, okay. Hätten sie mir das gestern noch gesagt. Vorhin die ganze Zeit probiert reinzukommen. Hat nicht geklappt. Jetzt war ich auch warum. So, dann machen wir das weiter. Ich hatte gestern mein Commander zum nächsten Planeten geschickt. Wo sehe ich jetzt, ob er am Planeten angekommen ist? Er ist noch unterwegs. Er ist also, oder er ist nicht hier, sagen wir es so. Bin ich jetzt auf dem neuen Planeten schon? Oh, nee, nicht da rein. Ich habe schon wieder da ein bisschen Ärger gekriegt, weil da Urheberrechte... Immer wenn ich da reingehe, gibt es Ärger wegen Urheberrechte. Ach, ich kaufe mal erstmal hier ein paar Chips. Chips. So. Da ordern wir mal die Microbots. Profil? Fragezeichen. Okay. Ah, das ist mein neuer Planet. Upgraden? Oh, super. Wie soll ich ihn upgraden, wenn ich... Also da ändere ich den Asteroiden. Wie kriege ich jetzt, also ich habe 500 Erz. Ich brauche Strom erstmal. Also, dann Strom bauen. Open System. Warte mal, nochmal. Strom bauen. So. Dann können wir, glaube ich, noch einen bauen. Nee, da haben wir keinen Strom mehr für. Und da bin ich jetzt mal gespannt, ob das alles hier nur Erz bleiben soll. Weil Erz brauche ich eigentlich nicht. 2020. Na ja, dann... Da brauche ich noch mit 10 Energie. Das geht halt nicht erst, wenn ich den upgraded habe. Ah, der braucht ja auch Energie. Hä? Das verstehe ich nicht. Normal würde ich sagen, ich baue hier ein. Aber den kann ich nicht bauen. Terraforming. Terraforming. Das muss ich machen. Ja, okay, das soll ich
nachher fertig haben. Also werdet ihr das am Morgen sehen, wenn ich den Morgen weiter vorgehe mit der Insel hier. Was heißt mit der Insel? Mit diesem Planeten, den Asteroiden. Ah, hier kann ich auch hin und her jumpen. Das ist ja nice. Aber warum haben sie mein Profil geändert? Tja. Das war da drunter, ne? Nee. Das war das. Haben sie weggenommen, deswegen. Dann nehmen wir mal einen anderen Kopf. Wenn meiner nicht mehr da ist. Die sehen alle doof aus. Keine Ahnung. Welchen soll ich nehmen? Weiß es nicht. Mensch. Denn das da? Nimm mal den. Nee. Den. So, haben wir jetzt ein neues gesucht. Und dann gehen wir mal wieder zurück zum anderen Planeten. Jetzt müsste ich noch wissen, wie ich die Erze alle rüberschicke. Ach, wir haben ja einen neuen Captain, normalerweise. Der eine hieß Red Eye, den nenne ich den hier Red Dog. So. Ich habe 2 Punkte frei. Setze ich beide hier rein, damit ich schnell da oben hinkomme. Ja. Sieben Stück konnte man haben. Ist ja richtig übel, wenn man später 7 Planeten hat. Ne, 5 geht ja nur. Denn ach, wir können auch den anderen Planeten nochmal umbenennen. So weit weg? Die waren auch genau nebeneinander gewesen. Ach, egal. So. Jetzt müsste ich noch mal kurz gucken, wie man das umbenennen kann. Erstmal hier alles frei machen. Okay, von keinen Spielern ringsherum. So. Nein, nicht da rein. Warum drücke ich immer da drauf? Das kann doch nicht wahr sein. Ja. Die Defensive. Ja. Thank you.
6 Leute kann man haben. Der ist auf Mission. Da brauchen wir Mikrochips. Auch ein bisschen doof. Hängt er jetzt auf dem Planeten fest? Der kommt ja hier gar nicht mehr weg. Naja, was soll's. Dann werden wir hier erstmal den Planeten weiter ausbauen. Soweit es geht. Bislang sieht es ja nicht aus, als ob ich es viel weiter ausbauen kann. Aber mal gucken, was morgen die Erfindung sagt, die jetzt schon halb fertig ist. In 6 Minuten ist sie fertig. Ja. Ich wollte den Asteroiden umbenennen. Wie ging das nochmal? War das hier drauf gewesen? Warte mal. Es war, glaube ich, hier gewesen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Wenn nicht, muss ich mir mal das erste Video anschauen, was ich gedreht habe. Da habe ich so erklärt gehabt, wie das geht. Glaube ich zumindest. Das brauche ich nicht. Ich weiß es nicht mehr. Nee, das waren nur die Leute und halt mein Profil. Und ich muss irgendwie mein Erz rüberkriegen. Hier, glaube ich, oder? Ach je. Da. Da war's. Dann nenne ich den jetzt AP 97. Was, das kostet Geld? Na gut, dann bleibt dabei Asteroid 1. So leicht kann man sich's doch noch überlegen. So. Die ganzen Quests sind hier und wir gehen mal wieder auf unseren AP96, unseren Hauptasteroiden. Der ist eigentlich soweit gebaut, bebaut. Da muss ich den erstmal weiter ausbauen auf Level 11. Oh, warte, ich habe noch hier. Genau, ich kann hier die Forschung wieder schneller machen. Warte, nee, das ist nicht. Das oder nicht? Nein! Okay. Das könnte ich normal machen, da bräuchte ich nur mehr Geld. Aber nicht. Also, machen wir den hier. Das war es ja dann auch schon wieder für heute. Ich habe jetzt meinen zweiten Asteroiden. Den Asteroid 1. So, den hier. Der noch voller Erz ist. Und wahrscheinlich werde ich das später irgendwie abbauen. Oder wird verschwinden, ich weiß es nicht. Aber
Ersten ist ja nur ringsherum. Und hier ist alles voll. Naja, was soll's. Gut. Dann werde ich erstmal sagen, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat die. Oh, ich warte noch, bis das hier fertig ist. Dann schauen wir zusammen drüber nach. Und dann. Ja. So. Was kann ich so lange jetzt noch machen? Wenn ich darauf gehe, kriege ich wieder Urheberrechte verletzt. Hier bin ich jetzt gerade noch am Abbauen. Und was anderes kann ich nicht bauen, weil ich keinen Strom habe. Deswegen warte ich auf die Erfindung. Das ist der Flieger. Könnte ich den upgraden? Kann ich auch nicht. Gut. Oder nicht gut. Wie auch immer. Bei den AP96, da kann ich auch nichts machen. Der ist gerade da oben ausbauen. Da bestelle ich gerade wieder Mikrochips. Ich habe 318 Forscher. Was ich noch machen hier? Ich würde jetzt gerade eigentlich nur kämpfen. Ja, sonst nichts. Aber ich warte die letzten paar Sekunden auf die Erfindung. Mach danach die Nanofabrik weiter. So. Ja, dann gehen wir wieder auf den anderen Planeten. So, dann kann ich jetzt den Planeten hier weiter ausbauen. Nice, nice, nice. Also brauche ich eigentlich hier auch fast alles. Bis außer. Dass ich halt die Forschung und sowas hier nicht mehr brauche, weil die auf den ersten sind. Das Coole ist, ich bin ja auch schon so weit mit der Forschung, dass ich schon mehrere Sachen gleichzeitig ausbauen kann. Ratze, Fatze. So lange, bis ich kein Erz mehr habe. Ah, da finden jetzt Leute. Dann muss ich eine Produktion bauen. Dann setze ich hier die Produktion rein. Guck mal, wie schnell das jetzt mal geht. Da machen wir jetzt so ein Eck mit den Erzen.
Hier machen wir das Eck mit den Energien. Hier mal so ein kleines Eck für die also wieder. Warte mal, da kann ich schon mal welche ordern. 6 Stück. Ach, jetzt habe ich auch gar kein Erz mehr. So, dann war es jetzt das heute für. Oh, das war es jetzt erstmal für heute. Dann geht es morgen weiter. Und schauen wir mal, wie weit ich morgen hier bin. Ich glaube, ich nehme dann auch auf diesem Planeten mein Glücksrad an. Ich denke mal, dann kriege ich hier das Erz hin. Hoffe ich zumindest. Und nicht auf den Hauptplanet, weil der braucht ja eigentlich nichts. Nichts an Erzen. Gut. Dann danke fürs Zuschauen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.